Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Und ganz kurz, bevor dieses Video überhaupt startet, geht bitte jetzt schon mal alle auf den Link in der Beschreibung zum Kanal von Lukas und lasst da nochmal einen Aufruf und ein Like da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten habe ich euch auch den Download- bzw. Streaming-Link für diesen neuen Song in die Beschreibung gepackt. Lasst Supporter, Leute. Würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir jetzt hier zusammen rein bei Lukas Litt. Fühl mich nicht, produziert bei Smoker Rose. Ich freue mich sehr drauf, Leute. Ich freue mich sehr drauf. Vielleicht wissen es viele nicht, weil wir haben uns länger nichts von Lukas angehört. Er hat jetzt auch eine Zeit lang, glaube ich, nicht mehr auf YouTube ein Video gepostet gehabt. Beziehungsweise einen neuen Song irgendwie. Und ich bin aber sehr, sehr großer Lukas Litt-Fan. Also so ein paar Tracks höre ich mir tatsächlich immer noch sehr, sehr regelmäßig an, sowas wie Psycho oder Wenn ich jetzt sterben würde. Solche Sachen. Ich bin natürlich damals auch, tatsächlich so weird es sich anhört, ich bin auch ein Teil mit ihm aufgewachsen. Durch die Hero-Songs, durch die ganzen Minecraft-Songs, Varo-Songs. Dadurch bin ich aufgewachsen. So, als ich 14, 15 war, habe ich in meiner Kindheit halt Lukas Litt gehört, so. Lukas der Rapper gehört, als ich währenddessen so Minecraft gespielt habe. Ist voll weird irgendwie. Dass ich jetzt hier auf derselben Plattform irgendwie Sachen mache, auf der ich damals so viele Leute irgendwie verfolgt habe, die mich jetzt irgendwie kennen, so ist, ey, da kann ich stundenlang drüber reden, wie weird das für mich ist, dieses Gefühl. Aber umso schöner finde ich es, dass die Leute immer noch aktiv sind und dass Leute wie Lukas jetzt immer noch ihre Mucke hier hochladen. Und ich freue mich jetzt sehr auf den neuen Track, Freunde. Let's go. Alle fragen, wie es mir geht, yeah, they wanna know. Doch ich gebe keinen Fuck, I don't wanna show. Denn egal, was ich auch mach, ich komm nie mehr los. Fuck, in manchen Nächten wär ich lieber jeder Tag gleich, ey, ich schlaf ein. Broke as motherfucker steht auf meinem Grabstein. Das kann doch nicht wahr sein, 100 Jahre sind in meinem Sparschwein. 23 und ich schlag rein, yeah. Ich fall ins Minus, ja, ich bin ganz einfach ziellos. Die Gedanken wiegen 100.000 Kilo. Sie sagen, ich war noch nie so. Doch alle, die das sagen, wissen gar nichts. Ey, ich stürze durch die Wolken, bis ich da bin. Ich bleib wach. Krass, das ist erstmal schon ein krasses Video. Lukas ist sehr oft wandern, sehr oft in der Natur, was ich mir für dieses Jahr eigentlich als Ziel gesetzt habe, in die Natur rauszugehen, freien Kopf zu bekommen, habe es aber wieder nicht hinbekommen. Vielleicht werde ich es nochmal machen, aber ich möchte unbedingt auch wandern in die Natur, einen freien Kopf bekommen, an Meer, an See, whatever. Sehr schöne Aufnahmen hier, sehr, sehr schöne Aufnahmen. Hier, der Song läuft unter Wasser. Sehr schöne Aufnahmen, sieht sehr schön aus, Alter. Ich stürze durch die Wolken, bis ich da bin. Ich bleib wach bis zum Tag. Müder Blick, fühl mich nicht. Ich bleib wach, stundenlang. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich bleib wach bis zum Tag. Müder Blick, fühl mich nicht. Ich bleib wach, stundenlang. Ich hab Angst, ich hab Angst. Samstagnacht, ich sitz hier und hab nichts zu verlieren. Kopf ist voll, Konto leer. All die Friends gibt's nicht mehr. Boah. Kopf ist voll, Konto leer, all die Friends gibt's nicht mehr. Das sind einfach krasse Zeilen und auch so Zeilen, die zum Nachdenken anregen bei Lukas immer, finde ich. Das ist halt was in der Musikkultur immer mehr verloren geht irgendwie. So, dass halt wirklich Wert auf Lyrics gesetzt wird und dass halt wirklich drauf gesetzt wird, sich selbst irgendwie zu öffnen oder seine Message verbreiten zu wollen, seine Gedanken, seine Gefühle in der Mucke zu verarbeiten, weil halt immer drauf geguckt wird, okay, was funktioniert am besten oder hauptsächlich. Ich will niemandem was unterstellen. Ich mag auch gerne diese Mainstream-Mucke ab und zu mal, aber dass halt immer mehr drauf geachtet wird, okay, was verkauft sich gut, was wird am besten gestreamt. Und Lukas ist bewusst, dass diese Musik, so wie er sie macht, nicht krass gestreamt wird, weil sie nicht so Mainstream-mäßig ist, weil die Leute sowas nicht hören wollen. Die Leute wollen einfach Party-Tracks hauptsächlich und Good-Life-Sachen hören und nicht sowas, was aber der Realität einfach entspricht. Leider. Ich sitz hier und hab nichts zu verlieren. Kopf ist voll, Konto leer. All die Friends gibt's nicht mehr. Und Labels sagen, meine ganze Mucke sei zu depressiv. Ich krieg die Bezahlen, bis ich mir dann in den Schädel schieß. Ey, wenn der Hype kommt, mach ich deren Leben mies. Werf mein Geld in Faces, bis es jeder sieht. Ey, ich
hab meine Mucke längst verloren. Alles, was ich produziere, klingt scheiße in meinen Ohren. Ja. Sie sagen, ich soll meinen roten Faden finden. Ey, den find ich nicht mal, wird man mir den an die Nase binden. Und mir ist scheißegal, wie das hier endet. Wenn es sein muss, bleib ich halt dann lebenslänglich in die Wände. Chill mit einer Mille Cash dann ganz alleine. In vier Wänden hab's alleine gestartet, werd es alleine beenden. Ich bleib wach. Was eine geisteskrank gute Hook, Leute. Ich habe wirklich Gänsehaut im ganzen Körper. Boah. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob ich diese Zeilen anders fühle, krasser fühle, weil ich Lukas schon so krass lange verfolge oder weil ich, es hört sich echt komisch an, aber weil ich mit ihm aufgewachsen bin in einer Art und Weise und weil er mich damals auch auf jeden Fall geprägt hat und keine Ahnung, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich vor einem Jahr oder so in den Ferien um 1-2 Uhr nachts rausgegangen bin. Wir haben etwas größeres Grundstück, aber wir haben einen Garten, wir haben eine Terrasse draußen und bla bla bla, wo man sich easy hinschillen kann. Ich bin um 1-2 Uhr nachts rausgegangen, sternklarer Himmel, hab mich dann auf, wir haben so eine, wie heißt das, so eine, ist eine Liebesschaukel richtig? Ich weiß nicht, wir haben auf jeden Fall so eine Schaukel irgendwie, wo man sich raufsetzen kann. Und da habe ich mich raufgesetzt, hab in die Sterne geguckt und hab mit Kopfhörern dann einfach solche Sachen wie Psycho gehört und habe einfach so ein bisschen über das Leben philosophiert, über mein Leben nachgedacht, über das, was ich machen möchte, was ich als Person machen möchte, was ich werden will, was ich bin und bla. Und keine Ahnung, das waren einfach, ich weiß nicht, das waren einfach so schöne Momente, die sich in meinem Kopf verankert haben und wo Lukas irgendwie unfreiwillig ein Teil von geworden ist. Sorry dafür. Aber es ist sehr schwer zu beschreiben. Deswegen hoffe ich einfach, dass es so schnell wie möglich, beziehungsweise so gut wie möglich für ihn klappt und dass er seinen, keine Ahnung, größten Halt bekommt und ich weiß es nicht. Ich möchte einfach, dass es für ihn so funktioniert, wie er es möchte, wisst ihr? Dass er wirklich durchstarten kann und dass er seinen Hype bekommt und wie er auch erzählt hat, irgendwann wird er den Leuten das Geld ins Gesicht werfen und denen zeigen, ich hab's geschafft, an all die Labels, Producer, whatever, die jetzt sagen, die Mucke, die du machst, wird nicht funktionieren. Und dann ist es auch nicht arrogant oder abgehoben, dann ist es sympathisch, wenn er den Leuten das Geld ins Gesicht werfen möchte, meiner Meinung nach. Weil das einfach so ein Mittelfinger ins Gesicht ist. Ich hab mein Ding gemacht und hab's geschafft, ob ihr an mich geglaubt habt oder nicht. Ganz alleine in vier Wänden, hab's alleine gestartet, werd es alleine beenden. Ich bleib wach bis zum Tag, müder Blick, fühl mich nicht. Ich bleib wach stundenlang, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich bleib wach bis zum Tag, müder Blick, fühl mich nicht. Ich bleib wach stundenlang, ich hab Angst, ich hab Angst. Samstagnacht, ich sitz hier und hab nichts zu verlieren. Seh keinen Sinn und kein Licht, nur noch ich, fühl mich nicht. Ich bleib wach. Auch ein wirklich krasses Video. Also ein Video über... Es ist ein Video über lang am Trinken. So würde ich es interpretieren. Und am Grund liegt die Mucke vielleicht... Ach, das kann man wieder jetzt krass interpretieren. Entweder die Musik zieht ihn runter in so ein Loch oder die Musik gibt ihn so eine andere Welt, wo er hinflüchtet. Das ist die Overworld und die Musik am Grund, am Boden zieht ihn so und das Wasser in seine Welt. Kann man interpretieren, wie man möchte, aber ist auch wieder ein schönes Musikvideo geworden. Sehr schöner Song. Sehr, sehr schöner Song, Freunde. Wir kommen nochmal zum kleinen großen Mini-Fazit. Also für alle, die Lukas noch nicht kennen oder mit seiner Musik dachten, bis jetzt ja nichts anfangen zu können, wenn ihr auf nachdenkliche, ehrliche, gute Musik steht, checkt einfach bitte mal ein paar Lieder ab auf Instagram. Könnt ihr ihm gerne auch verfolgen, wenn ihr auf Fotografie steht, auf Nature, Travel, Outdoor-Stuff. Sehr aktiv postet er in seinem Feed und in der Story. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr auf ehrliche, gute Musik steht, checkt auf Spotify einfach mal ein paar Tracks ab.
oder auf seinen YouTube-Channel und lasst da gerne mal den einen oder anderen Klick da. Es lohnt sich meiner Meinung nach, ja. Ansonsten, Freunde, würde es mich sehr freuen, wenn ihr beim Originalvideo natürlich vorbeischaut und dem hier auch einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr denn wollt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, bleibt fresh, so wie immer und